Für uns, Sultan. Wer hat eigentlich behauptet, dass ich Kontakte zu den Skojatel habe? Loredo. Scheiße. Deshalb wollte er dich aufhängen? Wegen Ränke mit den Eichhörnchen? Alle Teufel, welche Ränke? Ich habe mich mit einigen getroffen, das sind doch keine Ränke. Was weißt du über den Anführer? Es heißt, Jovet sei verrückt, aber die Skojatel gehorchen ihm wie der eigenen Mutter. Der Hurensohn weiß, was er will. Hoffentlich sagt er es mir auch. Ich sage dir, Loredo ist der üblere Drecksack von beiden. Weil er dich aufknüpfen wollte? Er wiegelt die Einwohner gegen die Anderlinge auf. Es geht das Gerücht, dass er etwas mit dem Königreich von Kaedwen ausheckt. Worauf spekuliert er? Mammon, Kaedwen verleibt sich gerne die nächsten Ländereien ein und gibt Loredo Privilegien. Komm, wir haben noch ein ordentliches Stück Weg. Ja, dann lauf mal eine Runde. Ey! Wieso kannst du mich nicht mit rauslassen? So, speichern. Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Ja. Komm, lauf, mein kleiner Freund. Wir müssen tief hinein in den Wald. Hoffentlich haben sie die Losung nicht geändert. Du kennst das Losungswort? Was spielst du da, Sultan? Du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst. Ja, aber die Skojatel haben mir die Führung eines Kommandos angetragen. Kein Wunder, dass Loredo dich aufhängen wollte. Komm. Weg mit dir. Oh shit. Aber abgelehnt zum Teufel. Wir sind da. Hier habe ich mich mit ihnen getroffen. Ich weiß. Sie zielen auf uns. Wie? Also Geralt, du bist ja wachsam wie ein Kranich, aber jetzt übertreibst du. Sag die Losung. Wem? Beeil dich, sie sind ungeduldig. Kierkegaard! Brüll nicht so. Was sucht ihr hier? Gegenlosung. Heidegger, ich hab dich was gefragt. Bring uns zu Jovet. Wozu? Wollten wir mit dir sprechen, würden wir nicht nach deinem Anführer fragen. Der will aber nicht mit euch sprechen. Das kannst du gar nicht wissen. Verschwindet, solange ihr könnt. Ihr zwei wollt uns erschrecken? Da sitzen noch vier auf dem Baum. Wie kannst du das wissen? Ich höre sie atmen. Einer von ihnen ist krank oder hat Fistech genommen. Woher weißt du das? Er pfeift beim Luftholen. Na, da sinken euch wohl die Elfenpinsel um. Wir wollen nur mit Jorvet reden. Wartet auf der Lichtung. Du weißt schon wo, Zwerg. Ich leite die Nachricht an Jorvet weiter. Ach, mach doch, was du willst. Komm, Geralt. Ich weiß, was die Pinsel da im Schilde... Oh! Au! Oh, ich hab jetzt... Wieso hab ich eigentlich nur eine... Au. Wieso hab ich eigentlich nur eine Stahlklinge noch in der Hand? Kein... Ich wollte die eigentlich entschärfen. Ja, guck mal, sieht witzig aus. Komm weiter, Zoltan. Wir sind da. Dort unten wütet dieses Ekelzeug. Genau da, wo wir auf Jorvet warten sollen. Eben. Was machen wir? Ich habe lange mit keiner Krabbspinne gekämpft. Ich noch nie, verdammt nochmal. Und das bereue ich gar nicht. Dann warte auf mich. Hältst du mich für einen Schlappschwanz?
Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Ja. Von dieser Stelle haben die Elfen gesprochen. Aber was sich da nähert, das ist kein Elf. Kümmer du dich drum, Geralt. Ungeheuer sind nicht mein... Okay. Nicht geboren? Oh, natürlich. Oh. Treffer. Zweimal. Muss ich aber aufpassen. Darf ich nicht übermütig werden. Frag lieber nicht. Nette Vorstellung, Gwynblade. So viel Mühe machst du dir, obwohl dich ein ungleicher Kampf und der sichere Tod erwarten. Und das aus deinem Mund. Was willst du von mir, Fatgern? Red schnell, bevor ich euch beide töte. Leto hat dich verraten. Er wollte sich mit deinem Gefährten Kiaran verständigen. Kiaran Eb Esnelen ist tot. Seine Krieger sind vor 2 Wochen in einem Hinterhalt gefallen. Lügen haben kurze Beine, Gwynblade. Auf der Barke ist er. Verwundet, aber am Leben. Er hat sich Leto widersetzt und seine Abteilung hat dafür teuer bezahlt. Wenn das wahr ist, wird der Deune sterben. Dein Wort allein genügt mir aber nicht.
Was tust du mit, Der gedungene Mörder hat sich also als Verräter entpuppt. Vorläufig steht nur sein Wort gegen deins. Wer ist der, dass du ihm so blind vertraust? Ein Deune, der die schmutzigen Angelegenheiten der Skoyatell erledigt? Einer, der bereit war zu tun, was zu tun ist. Einer, der gezeigt hat, dass niemand unverwundbar ist. Was wirst du mit ihm? Was denn? Du vertraust diesem Mörder weiter? Wenn du mich anlügst. Wenn ich lüge, hat Kiaran auch gelogen. Also prüfen wir das. Mal sehen, was Leto zu deinen Enthüllungen sagt. Wo ist er? In den Ruinen von Kalmavet. Was immer er da treibt, er scheint den Ort zu mögen. Das Kommando gibt uns Deckung. Seid ihr bereit? Was willst du eigentlich, Jorvet? Das kannst du nicht verstehen. Du hockst in den Wäldern, ermordest Reisigsammler, kaust Wurzeln. Wir leben nach unseren eigenen Prinzipien. Wir tun, was wir tun müssen. Okay. Was erwartet dich am Ende des Weges? Geralt, was geht's dich an? Eset Fatgern, du hast alles Ebb Arze. Ich hab nicht alles, Ebb Arze. Mein Leben hängt gerade von deiner Laune ab. Drum bin ich neugierig. Nur so viel. Die beiden Könige, die getötet wurden, waren zwei ausgemachte Hurenböcke, die noch das Todesurteil ihrer Kinder unterschrieben hätten, um an der Macht zu bleiben. Aber im Osten gibt es jemanden, der die Krone verdient. Im Osten? Wer ist denn im Osten? Mani, ohne. Osten wäre ja dann. Wäre das hier. Es müsste Emrie sein. Emrie oder eine der anderen? Also Emrie oder jemand andere. Du überfällst und ermordest die Bewohner von Flotsam. Und vergiss dabei, dass unter ihnen Elfen und Zwerge leben. Leben. Sie haben ihnen die Selbstachtung genommen. Ihnen befohlen, nach Menschengesetz zu leben und zu sterben. Sie sind viel eher Deune als du, Geralt. Warum wolltest du Foltests Tod? Foltest konnte den bezaubernden Menschen mimen. Doch wer war er wirklich? Er ließ zu, dass die alten Rassen in Temerien verfolgt wurden. Er war wie alle Deune. Doch bedeutet sein Tod viel mehr. Verlieren wir keine Zeit. Warte mal. Spielen also wir Theater. Sag Leto, dass du mich gefangen hast und ihm auslieferst. Und du? Ich bin unbewaffnet, Hände gebunden. Sprichst du die Wahrheit, wird seine Reaktion dich bestätigen. Glaub nicht, dass ich dir traue. Denk an unsere Deckung. Wenn du versuchst, was Dummes zu tun. Ich verstehe. Kaum. Sie beschmieren dir das Gesicht mit Honig und stecken es in einen Ameisenhaufen. Da heulst du so, dass dich noch die Reiter der wilden Jagd hören. Sind deine Unternehmungen alle so aufwendig? Warum befehlen wir Leto nicht einfach zu gestehen? Eid Feilmuen Hirjeten werde. Erobere nicht durch Gewalt, sondern durch Kühnheit? Genau. Gehen wir. Pass auf, um unsere List nicht aufzudecken. Jetzt gehen wir wieder in diesen Garten rein. Zu den Rosen der Erinnerung. Ich hab's vergessen zu speichern.